In diesem Zusammenhang spricht man auch von der lernenden Organisation. Das ist so ein Schlagwort der letzten Jahre, das gab es früher nicht als Schlagwort. Lernende Organisation. Warum? Wir haben ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass die Zeiten sich ändern, und zwar schnell und dramatisch. Also müssen wir lernen, und zwar nicht nur die Vergangenheit immer wieder aufkochen, sondern neue Dinge lernen. Was gehört zu einer lernenden Organisation dazu? Einmal offener Informationsaustausch. Ich erkläre das gleich genauer. Offener Informationsaustausch. Nehmen wir erstmal die drei Dinge auf. Ein positives Lernklima als zweites. Und dritter Aspekt, ein positiver Umgang mit Fehlern. Das sind alles drei sehr große Worte hier. Offener Informationsaustausch. Was heißt das? Das heißt auch, dass man nicht nur von Erfolgen berichtet, sondern auch von Misserfolgen. Dass man sich offen innerhalb des Unternehmens austauscht über Dinge, die nicht funktioniert haben. Das ist ja schwieriger. Ne? Schwieriger ist es, über Dinge zu erzählen, die nicht funktioniert haben, über Misserfolge. Über Erfolge berichtet man immer gerne. Aber genauso wichtig sind die Misserfolge. Wir wissen, dass dieser Weg nicht funktioniert. Und wir wissen es deswegen, weil der Mitarbeiter es offen kommuniziert hat, statt es zu vertuschen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, positives Lernklima. Positives Lernklima bedeutet, dass der Mitarbeiter auf Schulung gehen kann, ohne dass er wiederkommt und mit den Worten begrüßt wird: Na, Meier, sind auf Seminar gewesen, ne? Haben sich gut erholt? Ja? Jetzt legen Sie mal bitte Ihren Schreibtisch trocken. Da ist einiges angelaufen, während Sie sich hier verpisst haben. Das sagt er vielleicht nicht, aber das denkt er. Ja? Das muss anders werden, wenn es noch so ist. Positives Lernklima. Und positiver Umgang mit Fehlern. Das ist so ähnlich wie der offene Informationsaustausch. Das heißt, Fehler müssen genauso kommuniziert werden wie die Erfolge. Du darfst Fehler machen, nur eine nicht, die Fehler vertuschen. Alle Fehler dürfen gemacht werden, nur der eine nicht, den Fehler zu vertuschen. Da müssen wir noch einiges lernen in Deutschland, was das angeht.